Hallo und herzlich willkommen zu Pathfinder. Wie ihr seht, habe ich den Speicherstand doch nochmal geladen, weil egal was da jetzt noch kommt, also es wird ja noch schlimmer werden, das war ja noch nicht der Boss, ne? Die Gegner werden es härter und wir können hier einfach niemanden zurückholen. Wir können ja keine Schriftrollen kaufen und ich brauche Regil, ne? Also habe ich in den schlechten Apfel gebissen und das Puzzle hier nochmal gemacht. Und diesmal hat das keine 10 Sekunden gedauert. Also in der gestrigen Folge, die ich da mit Zeitraffer gemacht habe, da habe ich hier, ich weiß nicht, 20 Minuten lang auf den Knöpfen rumgehackt. Diesmal ging es in 10 Sekunden. Ich war selber erstaunt. So, und diesmal werden wir gucken, dass wir hier alle überleben. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie. Aber das kriegen wir schon hin. Wir werden jetzt erst einmal kurz, also erstmal machen wir wieder die Dinger hier, ne? Und dann werden wir uns kurz präparieren. Diesmal werden wir auch mit Hast arbeiten. Und ich hoffe, das klappt dann. Wir werden schauen. Ich habe vergessen, die Uhr anzumachen. So, alles klar. Obwohl, wir können alle machen. So, zack. Und dann gehen wir mal kurz hier ran. Zack. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und jetzt geht's los. Oder auch nicht. Doch. Jetzt kommen die hier rein marschiert. Enemy approaching. Gut. Ach so. Loro, bitte. So. Wir machen das so. Du kommst hier hin. Du kommst da hin. Du machst jetzt einmal kurz Schutz vor Bösen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, das Spinnennetz, das... Doch, die sind alle getroffen davon, wenn ich das richtig sehe. Gut. Ja, dann... Los geht's. Du greifst hier an. Ja. Du schießt bitte einmal hier hin. Jetzt kommt der Nabazu. Sehr schön. Kriegen wir den eingeschläfert? Ich glaube nicht. Mal ganz kurz gucken. Was hat er denn so für Werte? Ja, 10. Puh. Wir können es versuchen. Wir können es versuchen. Nein. Schade. Okay. Oh, er hat nicht getroffen. Auch nicht. Oh doch. Ja, an Regils Rüstung muss man noch ein bisschen was feilen, ne? Am Rand der Gratior. Eieiei, drei Stufen, ne? Drei Stufen ist echt übel. Ich muss immer wieder nachlesen, ne? Chaotische und neutrale, nicht rechtschaffend, okay. Jo. Kommen wir mal ein paar Meter vor. Die sind alle ein bisschen betäubt gerade, ne? Und ich gehe erstmal ein paar Meter vor. So, zack. Und jetzt. So.
Erstmal er. Let's try this way. Du haust auf den, weil der ist noch. Der ist noch da. Gut. Gut. Schlag zu. Na gut. Du ballerst auf den Abasu. Ey. Gut. Du. Nein. Bitte einmal hier. Fehlgeschlagen. Gut. Komm mal einen Schritt vor. Kichern brauchen wir noch nicht. Der hängt im Netz drin. Du könntest jetzt mal auch einen Segen sprechen. Warte mal, oder Segen haben wir noch. Ne? Segen haben wir noch. Schutz vor Bösen haben wir auch. Ein Gebet. Brauchen wir ein Gebet? Das kann ich sehen. Ja, mach mal ein Gebet. Eigentlich egal, weil die meisten hier K.O. sind. Aber ich weiß nicht, wer da sonst noch so kommt. Du ballerst jetzt einfach mal auf den da los. Gut. Du schlägst zu. Gut. Du schlägst ebenfalls zu. Gut. Du schießt auf den. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier, wer hier noch so ist. Einer ist hier noch, alles klar. Nehmen wir mal ein bisschen seine Rüstungsklasse weg. Er kann nichts tun. Du schüchterst ihn auch nochmal ein. Du bewegst dich nur, du brauchst gerade nichts tun. Und du schlägst zu. Gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Feuer widerstehen, Schutz vor Gutem, Gunst, Elektrizität, Monster, Glitzerstaub, das kennen wir. Mühelose Rüstung, Kälte widerstehen, Heiltränke und eine Axt. Das Ding ist auch 100 wert. So, ne, nehmen wir auch noch mit. So. Gut. Bitte einmal kurz alle zusammen hierher kommen. Jetzt müssen wir hier mal die Stufen wieder herkriegen. Wer hat alles verloren? Nur Lilly, glaube ich, ne? Ja, nur Lilly. Das heißt, wir haben nur eine. Na gut. Oh, waren das alle drei? Oh, das waren alle drei. Sehr schön. Sehr schön. So. Ja, dann. Wollen wir mal weiter. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Okay. Da. Regel hat sie entdeckt. Schön. Das war blöd hier. So, kommt mal her. Time's not waiting. Grüße die auf. It is finished. Sehr schön. Was haben wir hier? Die gebrochenen Knochen unbekannter Gefangene sind voller Biss- und Krallenspuren. Ja. Das sieht doch schon wieder aus, als wenn hier irgendwas auf uns wartet. Was? So sieht es also aus, das legendäre Relikt der Kreuzzüge. Wusstet ihr, dass die Kirche der Ayamede es den Kreuzfahrern vor langer Zeit geliehen hat?
Und was machen Sie? Sie verlieren es. Was muss das für ein wunderbar unangenehmes Gespräch gewesen sein? Darren tritt einen halben Schritt zurück und mustert dich und das Schwert der Tugend bewundernd. Ihr seht wirklich wunderbar aus. Ich sage voraus, dass die Läden in ganz Mendev bald voller Souvenirgemälde mit Titeln wie Die Kommandantin erobert das heilige Banner zurück sein werden. Die Leute werden sie sich über den Kaminsims hängen und damit Risse in den Wänden bedecken, um die Zugluft fernzuhalten. Vielleicht kaufe ich mir selbst so eins, als Erinnerung an diesen Augenblick. Ich werde mit den vielen Heldengemälden ganz großartig aussehen. Ja. Nur wenn ihr lang genug lebt, dass die Künstler euch malen können. Im Augenblick stehen die Chancen dafür wohl recht gut. Und das freut mich außerordentlich, denn euer Schicksal ist in mancherlei Hinsicht mit meinem eigenen verbunden. Der samtene Klang von Darrens Stimme lässt diesen letzten Teil fast kokettierend klingen. Wie dem auch sei. Ich sprach gerade von der Macht des Augenblicks, wie man ihn sich merken möchte. Seit dem Tag, an dem meine liebste Base mich mitten in diesem Kreuzzug geworfen hat, fühle ich mich, als wäre ich mit hinter dem Rücken verbundenen Händen in Eiswasser gestoßen worden. Ein widerwärtiges Gefühl. Ich bin gezwungen, unter Bedingungen zu leben, die ich weder gewohnt, noch für die ich geschaffen bin, und mein Leben für Ideale zu riskieren, die ich für vollkommen wertlos halte. Und ich habe bereits 3 Premieren in der diesjährigen Opernsaison in der Hauptstadt verpasst. Es ist ein Skandal. Darren verstummt und weicht deinen Blick eine Weile aus. Und wisst ihr, was das Eigenartigste ist? Hier stehe ich und blicke euch in diesen heiligen Wandteppich an. Und es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre. Jetzt geht's hier los. Ohne Stachel im Schwanz. Das war sehr langatmig. Na dann, seid mal bloß auf der Hut, sonst verliebt ihr euch noch in mich. Wer, ich? Ich? Mich in euch verlieben? Wo außer in den stümperhaften Balladen eines provinziellen Baden könnte eine solch unwahrscheinliche Läsion jemals zustande kommen? Darren senkt die Wimpern. Seine Mundwinkel verziehen sich zu einem leichten Lächeln. Diese Unterhaltung dauert ohnehin schon unerträglich lang. Aber schon als wir uns in Cannabis begegnet sind, hätte ich wissen müssen, auf was ich mich hier einlasse. Ihr seid das Schlimmste, was mir je widerfahren ist. Und das Aufregendste. So. Wart mal ab, bis ich Aeon bin. Dann ist Schluss mit Gefühlsduselei. So, da sind wir. Und nun? Was für ein Wandteppich überhaupt? Ich sehe keinen Wandteppich. Dieser Dialog hätte irgendwie 2 Türen weiterkommen müssen. Vorher kommen müssen. Schauen wir mal. Gibt's hier was? Nö, wo geht's denn hier hin? Zur Mauer. Das heißt, wir gehen dann wieder raus. Kann das sein? Dann würde ich gerne erst einmal umdrehen. Denn, warte mal, wenn mich recht entsinne, wo sind wir überhaupt jetzt hier? Da sind wir lang gekommen. Hier war die Zombie-Apokalypse. Bla bla bla. Genau, es gab nämlich noch eine Tür hier lang. Ja. Dann müssen wir die wohl mitnehmen. Ich will hier nichts unversucht lassen. Oh mein Gott, ihr seid ja richtig fix unterwegs. Ja, wir müssen mal irgendwie... Naja, mit Rasten... Wir brauchen noch nicht Rasten, weil wir sind noch ziemlich gut dabei, ne? Wir haben noch nicht allzu viel verbraucht. Und wir haben auch noch fast alle unsere Zauber und sowas alles. Wir haben wir sowas wie Bullenstärke? Ich glaube nicht, ne? Warte mal.
Haben wir sowas wie Bullenstärke? Können wir irgendeinen Bullenstärke geben? Ja. Wie lange hält denn das? Eine Minute pro Stufe, ja, das ist egal. Hallo? So. Das ist ziemlich egal. Dann müssen wir halt hier so durch. Das tut mir leid. Aber manchmal muss man auch einfach mal hier die Aussicht genießen und nicht immer nur hetzen, ne? Wobei, naja, so eine Zombie-Grube hier ist jetzt nicht so die tollste Aussicht. Ich geb's zu. Aber ansonsten, mal ganz ehrlich, jetzt mal so ein bisschen außerhalb des Spiels gesprochen. Ich finde, auch wenn es ja nur ein Klassik-RPG ist, wo man jetzt nicht die Grafik eines Baldur's Gate 3 erwarten kann. Wobei das sowieso, finde ich, sollte man nie erwarten bei so einer Art von Spiel. Baldur's Gate ist einfach mal eine absolute Ausnahme. Ich finde, diese Grafik ist hübsch hier. Sie ist stimmig, sieht schön aus, passt absolut zur Atmosphäre und ich finde, es ist absolut gelungen. Ne? Ein sehr schönes Spiel. Eine sehr schöne Atmosphäre. So, jetzt sind wir auch angekommen hier. Mein Gott, es kommt mir vor, wenn ihr mal langsamer werdet. Ach Moment, die Tür meinte ich eigentlich. Ich dachte eigentlich, wir hätten vorher noch eine Tür gehabt. Wie das da, ne? Die meinte ich eigentlich. Dass da noch eine zweite ist, die habe ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, da geht es erstmal hin. Und dann gucken wir uns noch die andere Tür da hinten auch noch an. Gut, gut. Hallo, kommt ihr? Unsere ganzen Flatterviecher und Würmer und Katzen hier, die sind viel schneller als wir. Dumm-di-dumm. So, sämtliche Buffs sind weg. So gut wie, zumindest. Bevor wir den ganzen Weg nochmal rennen müssen, speichern wir lieber. Keine Fallen. Ja. Was ist das hier? Okay. Ja. Warte mal. Stopp. Geheimtür. Und wer bist du? Terik Nuhl. Ne, Teruk Nuhl. Chaotisch böse. Klar. Kleriker Schurke. Ja, ja, typische Schurkenmist hier. Den kann man nicht. Warum kann man den nicht beeinflussen? Sanfte Berührung. Schadensreduzierung Silber. Magisch. Bist du tot? Nö. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Sein Willenswurf ist recht passabel, nichts Besonderes. Seine Kampfmanöververteidigung ist nicht so doll, glaube ich. Den könnten wir versuchen zu entwaffnen. Domäne der Zerstörung. Ja. Warte mal, Vampir? Entzug von der... Oha. Wir brauchen Todesschutz.
Guck mal schön hier. So, pass auf. Wir brauchen Todesschutz. Also wir brauchen sowieso alles Mögliche hier. Erstmal brauchen wir das wieder. Wusch. Dann kriegst du Todesschutz. Du kriegst Todesschutz. Und am besten du. Ja. Der hatte irgendwelche Resistenzen, ich weiß nicht mehr was. Feuer hat er 20. Elektrizität 10, Kälte 10. Den brauchen wir nicht mit Feuer kommen. Mit sowas können wir ihm kommen. Wie viele Lebenspunkte waren das? 140. Was ist das hier? Das lassen wir erstmal sein, fürchte ich. Wir gehen uns erstmal um den da kümmern. Ja. Fighting for a righteous cause is certainly different from a simple massacre. But the former is more bloody and performed with pinkies out. Oh Gott, der ist ja auch fast tot, sehe ich gerade. Okay, pass auf. Smile. The world's not ending just yet. Turino. Damit musst du jetzt klarkommen. Den Rest machen wir mit Fokus. Jetzt wird erstmal gekämpft. Wir machen noch einen Segen. Und jetzt greifst du an. Los geht's. Let's have some fun. What a fun. Das bringt alles nichts. Das sind ja alles geistesbeeinflussende Geschichten, ne? Wo steht das da? Geistesbeeinflussend. Das bringt nichts. Aber das dürfte was bringen. Wir. Ach komm, mach doch nicht. Wieso nicht? So weit weg. Dann geh erstmal ein bisschen weg hier, so. Ja. Du. Kommst da so nicht hin. Dann musst du da einfach so hinlaufen. Scheiße, ich habe vergessen Dinge. Ach, ich habe vergessen. Oh Gott, ich habe vergessen Verschwimmen anzumachen. Schande. Und das auch noch gegen Schurken. Oh Gott, das war bescheuert. Das war. Nein, ich habe Space gedrückt. Ich Idiot. Oh, ich drücke mal Tareks Brutal. Das sind auch alles Vampire. Scheiße. Oh Gott. Ausgerechnet er wäre dran gewesen, verdammt nochmal. Er hätte jetzt schön fokussieren können. Ich Idiot, Alter, okay. Jeez. Fehlschlag. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Seid ihr auch alle gegen Feuer immun? Nein, seid ihr nicht. Gut. Geht so. Und jetzt rennst du mal schnell weg. Okay. Oh Gott. Jo, Ninjo. Ninjo ist dran. Pass auf, Ninjo. Bitte. Gut. Jetzt kommen die an. Beherrschen? Wen willst du hier beherrschen? Gott, die können alle zaubern. Du kämpfst da. Du kämpfst jetzt da. Du machst hier weiter. Das mit der Entwaffnerei, das sparen wir uns jetzt. Du,
Wir versuchen das mal. Oh ja. Das tut denen weh. Und jetzt rennen wir schnell weg. Dann, wer ist hier am angeschlagensten? Der da. Gut. Geh mal zur Seite. Da ist ja noch einer. Okay. Landesimmun gegen Beherrschung, alles klar. Feuerbälle kamen gerade ganz gut, ne? Nicht so. Und den dahin ballers. Wieso blinken die nicht? Okay, also wir nehmen dann den. Der hat nicht so eine riesengroße. Genau. Der war völlig daneben. Okay. Gut. Jetzt machst du bitte. Hat funktioniert. Gut. Ninjo, bitte nicht in den Nahkampf gehen. Mach mal hier. Komm. Der überlebt das. Scheiß, okay. Schlag zu. Uiuiui, okay. Komm mal einen Schritt hier rüber. Nochmal das Ganze. Gut. Da haben wir jetzt schon gut aufgeräumt, würde ich sagen. Gut. Ist nichts Schlimmes passiert. Hey. Sollen das? Schieß auf den. Sehr gut. Auf den Ach, da ist ja noch einer. Den habe ich ja völlig vergessen. Okay. Hey, was war mit deinem Dingsangriff hier? Keiner macht hier irgendwelche Gelegenheitsangriffe, alles klar. Ember, machen wir lieber sowas hier. Trifft schon besser, macht nur keinen Schaden. Gut. Oi! Ich hätte dich lieber ein paar Meter weg. Erst einmal. Jetzt kannst du schießen. Das ist die auch mit dem letzten Lebenshauch hier immer noch. Gut. Noch nicht. Noch nicht. Pass auf, jetzt. Einmal das. Du ballerst mal kurz, du musst da. Wo ist der Typ hin? Weg. Schieß auf ihn hier. Los. Ach, Memo. Daneben. So, was. Ach, der ist ja geistesbeeinflusst. Ich kann ihn ja gar nicht verhexen. Ich wollte gerade sagen. Wir versuchen jetzt runter zu hexen, aber das geht ja nicht. Ja, dann hat sich das erledigt. Los. Bei ihm bringt Feuer gar nichts. Habe ich auch nicht dran gedacht. Oh Gott. Erstmal ihn hier. Ach, was soll's. Komm, wir versuchen's. Hat geklappt.
Es hat geklappt. Fokus, bitte. Make every strike count. Ja, every strike. Das war ja wohl nichts, wa? So, ja. Machen wir doch mal das hier. Geht das? Das tut ihm weh. Alles klar. Guck mal. Ohne dein Schwert bist du gar nicht mehr so geil, ne? Blind machen. Mal ganz kurz. Wie lange bist du jetzt entwaffnet? Sehe ich das irgendwo? Du bist ausmanövriert. Pipapo. Haupthand noch 7 Sekunden. Also 3 Runden, ne? 2 Sekunden ist eine Runde, ne? Noch 3 Runden lang bist du entwaffnet. Ja, das ist schade. Y weg. This should do it. Oh mein Gott, was ist denn nun los? Jetzt treffen wir ihn nicht mehr. Nein, das geht nicht. You've crossed the wrong mongrel. Okay, wieso treffen wir auf einmal nicht mehr? Wieso treffen wir auf einmal nicht mehr? Ja, 29. Wir müssen eine 32 überwürfeln. Okay, ja. Sind unsere Buffs weg? Nein, alles noch da. Okay. Ja, dann machen wir das hier wieder, ne? Das trifft zumindest. Damit hat er sich selber eine reingebämst. Das ist gut. Aus irgendeinem Grund bist du nicht untot. Naja, dann ist das so. Geh mal ein bisschen weg, du hast deine Spiegelbilder sind nicht mehr da. Schlag zu und triff! Wir speichern mal. Das war Terognul. Der war nerviger, als ich erwartet habe. Vor allen Dingen, dass die ganzen... dass da noch ein paar Figuren da drin sind. Das kam sehr unerwartet. Joa. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal gucken wir hier mal rein. Auf dem Regal liegen zerfledderte Bücher in seltenen Sprachen. Einige davon sind in Leder gebunden, allerdings nicht in Kalbsleder. Ist das so wichtig, dass es Kalbsleder ist? Okay. Was ist das? Die Wand sieht an dieser Stelle sehr brüchig aus. Durch die winzigen Risse dringt ein widerwärtiger Gestank. Die Blockade räumen. Aho, Athletik. Kriegen wir es hin? Ja, ganz gemächlich, bitte. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. Awesome. Okay. Was ist hier los? Der Vampir tötet. Ach, der ist noch nicht tot? Der ist noch gar nicht tot? Okay. That is not far. Ja, ja, ich weiß. Bleib mal stehen. I know what to do. Komm ich denn da hin? Okay, komm mal her. Haltet mal erstmal an. Ja, so, und du. A trivial matter. Wir gucken erstmal hier rein. Die brauchen wir nicht unbedingt. Tatsche gucken wir uns an, auch wenn damit keiner umgehen kann. Dann töten wir den Vampir mal. Oh.
Er windet sich, als ihn sein endgültiger Tod ereilt. Tja, ist ja schade. Und er hat ein Rapier oder sowas oder einen Degen dabei. Gucken wir uns den auch nochmal an. Da ist auch noch was drin. Mein Gott, ein Glück, waren wir nochmal zurückgelaufen hier. Das ist ja doch eine richtige kleine Goldgrube hier. So, und dann hier im Kindergarten, was ist hier los? Hier ist irgendwie nichts. Doch, da liegt auch noch einer rum. Can't hide from me. Wo denn? Das hat Ding gemacht, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Can't hide from me. Ja, wo? Wo hast du was gefunden? Ich sehe es nicht. Ernsthaft, ich sehe es nicht. Ich glaube, ich werde mal diese Funktion einschalten, dass bei solchen, wenn man was findet, dass das dann das Spiel stehen bleibt. Ey, wo ist denn das? Das muss doch hier irgendwo sein. Tja. Ich habe keine Ahnung, was er da gefunden hat. Ich finde es jedenfalls nicht. Na gut. Ich weiß. So. Kommt mit. Alle, bitte. Und jetzt gehen wir dahin. Und schauen uns in der Zwischenzeit mal unsere Beute an. So, was haben wir denn da gefunden? Da haben wir einmal den da, den Krummsäbel des Windes. Donner. Dieser donnernde, scharfe Krummsäbel gewährt seinem Träger einen Bonus von plus 1 auf die Zauberstufe beim Wirken von Zaubern der... Ne, den hatten wir doch schon. Das ist der neue hier. Sanfte Berührung. Ach, das... Das war das, was da stand. Okay. Solange du dieses nekrotische Rapier trägst, verursacht dein Vampirgriff nicht 1d6, sondern 1d8. Aha. Aber wir hatten doch noch was. Haben wir nicht noch was gefunden gerade? Ne, Quatsch. Ach ja, die Tatsche. Schlüpfriges Ziel. Diese plus 2 Tatsche gewährt ihrem Träger einen Ausweichbonus von plus 2 auf die Rüstungsklasse gegen Angriffe mit Zweihandwaffen. Das ist ziemlich nice. Ganz normale Brustplatte, Ritterrüstung. Und ein Kettenpanzer. Das hatten wir alles gestern schon, nicht wahr? Ja. Aber ich war der Meinung, wir haben 2 Waffen gefunden gehabt. Den hatten wir ja auch. Aber ich weiß nicht, was wir sonst noch hatten. War das der? Nee, den hatten wir auch gestern schon. Ich dachte, wir haben 2 von den Dingern hier gefunden. Aber den hatten wir auch gestern schon. Das hatten wir auch gestern schon. Ne, dann weiß ich nicht mehr. Schlüpfriges Ziel, ja. Sanfte Berührung. Da! Der Schwanz... Achso, nee. Egal. So, sind wir da. Sehr schön. Jetzt waren wir an der Treppe noch nicht, ne? Einmal kurz speichern. Wie geht's uns denn so? Grundsätzlich geht's uns ganz gut. Mal sehen, was hier wieder los ist. Einmal kurz speichern. Die Tür muss man knacken, okay. It is finished. Wen haben wir da? Beschwörer, Beschwörer. Hier ist eine Falle. Haltet bitte mal an.
kannst du hier ganz vorsichtig die Falle. Das war auffälliger, als ich erwartet hätte, aber irgendwie hat es funktioniert. Komm mal zurück, bitte. Wo rennst du denn hin? Meine Güte, nee. So. Also, verschwimmen hat sie noch. Verschwimmen hast du auch noch. Die gucken dahin und hier ist ein Kreis. Wahrscheinlich habt ihr schon was beschworen, nehme ich an. Wir kommen mal vorsichtshalber ein bisschen geschlossen. Ja, ihr habt was beschworen. Ich nehme an, dass... Ja. Was zum Geier machst du da hin? Ja, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht, was machst du denn da hinten? Wieso ist der nicht mitgekommen? Oh Gott. Ja, das wird jetzt, das wird ein Spaß. Sollen wir nochmal raus und warten, bis Darren kommt? Die sind ja noch beschäftigt da, ne? Kommt, wir gehen nochmal raus. Du auch. Komm mit. Lass sie sich da erstmal fetzen. Jo, macht ihr mal. Macht ihr mal. Wir gehen erstmal wieder hier hin. Du bitte auch. Bleibt da hinten zurück, ey. So. Ja, das wird spaßig. Ich sehe schon. Runde 1 macht dich bereit. So. Wo bist du? Oh Gott, wo ist er denn? Der ist da ganz hinten. Ich bin bescheuert. Der kommt da nie an. Okay, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen was anders machen. Du bist hier. Erstmal fangen wir mit Darren an. Damit er sich überhaupt erstmal bewegt hier. Wie weit kannst du laufen? Das ist nicht dein Ernst, ne? Kannst du dich irgendwie aus dem Kampf zurückziehen? Licht machen kann er. Wieso ist der denn auch da hinten stehen geblieben? Habe ich euch nicht alle mitgenommen? Ja, anscheinend nicht. Gut, 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 was soll's. Kein Schutz des vor Bösen anscheinend. Lass ihn mal kommen. Lass ihn kommen. Wir warten hier. Lass ihn kommen. Wir warten hier. Lando, kommst hier hin. Ist das dämlich, ey. Wir überspringen erstmal alles. So. Jetzt kommt er angewackelt. Komm her. Und jetzt fang an. Gut. Ist egal. Und jetzt lauf. Lauf gefälligst so schnell du kannst hier. Ja, du kannst immer noch nicht weiterlaufen als das hier. Es nützt nichts, wir müssen angreifen. Das hat alles keinen Sinn. Es hat alles keinen Sinn.
Dann baller los. You won't survive me. Nimm mir seine scheiß Dinger da weg. Du bist im Angriffsbereich. Du musst dich erstmal schützen. Hey, ich hab... Das hasse ich so an diesem Spiel, ne? Ich klicke hier drauf und sie rennt los. Das hasse ich wie die Pest. Greif an. Gut, nützt nichts. Jetzt ist er dran. Und aus irgendeinem Grund will er unbedingt... Und jetzt haben wir keinen, der heilen kann. Das ist das noch. 13. Wir müssen... Es geht nicht anders. Wir müssen es nochmal machen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir dich irgendwie eingesponnen kriegen da. Rettungswurf, Fehlschlag. Gut, so. Pass auf. Immerhin kann er jetzt schon mal ein paar Meter mehr laufen. Kriegen wir es vielleicht auch hin, dass er bald mal heilen kann. Das dauert noch. Das wird übel. Schlag zu. Endure this. Er trifft nicht. Ja, das war ein bisschen was. Gut. Ninio, jetzt mach es. Nein, diesmal hat es nicht geklappt. Gut. Also nicht gut. Gut, er trifft gut. Okay. Okay, 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 okay. Dann, das müssen wir nochmal machen. Und diesmal... Bitte mit alle Leute. Das ist ja bescheuert gewesen, dass der da hinten stehen geblieben ist. Herkommen. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Wo will er hin? Er rennt hier noch schön außen rum. Ach so, hier kann man nicht durch. Ist das bescheuert, ey. So, sind wir alle da? Toll. Gut, der Kampf wird ein paar Minuten dauern, nehme ich an. Deswegen machen wir das morgen. Ich glaube nicht, dass der Kampf irgendein Problem ist. Wenn wir werden das genauso machen wie mit diesem komischen, wie hieß er da noch, Knochennager oder wieder. Wie der Typ, der in der Taverne hieß, ne? Wir werden das ganz genauso machen. Wir werden ihm erstmal seine Rettungswürfe runtersetzen. Dann werden wir ihn erschüttern. Dann werden wir Aura des Archonten machen. Oder andersrum, ist mir egal. Und dann werden wir ihn ins Spinnennetz reinpacken. Ganz einfach. Und dann wird er sich nicht mehr bewegen und früher oder später wird ihm schlecht werden. So ist der Plan. Machen wir morgen. Ich freue mich drauf. Tschüss.